Oh shit, ich habe keinen Schlüssel dabei für die Wohnung. Ich hoffe, hoffentlich jemand da, wenn er zurückkommt. Alter! Was ist denn mein Vater? Wie der Vater ist so die Tochter. Echt. Rallye Driver Family ist das. Stimmt, geil. Ich denke halt immer, der Background ist auch wichtig, wenn man halt vom Radsport kommt, dass man da die Schwäche mehr hat und das halt mehr machen muss. Aber habe ich jetzt bei dir nicht. Generell könnte das so sein, aber da kannst du dich auch lösen, dass es vielleicht gar nicht so ist. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das stimmt, ja. Löst dich von allem, was du irgendwie, was man sagt. Oder? Für dich ist es wichtig, dass du den Weg in den Vordergrund stellst und nicht das Ziel, dass du anerkennst, hey, ich bin auf dem Weg, ich könnte auch irgendwo in die Disco gehen, rumsaufen. Also immer machen, ich habe das ist mein Weg. Mit dem, das ist das, was ich mache. Und ich mache es so ernsthaft und so gut, wie ich es kann. Das reicht. Und lerne aus dem und nehme das mit und versuche, was ich bei mir lerne, zu übertragen, allgemein eigentlich auf die Welt, damit du das für dich ein Weg wird. Oder? Und dann hast du gewonnen. Ja. Also hast du gewonnen im Sinn von, dann ist es ein lebenswertes Weg. Oder? Ja. Und wenn du dabei dann noch viele Triathlons gewinnst, ist es super. Es ist aber dann im Nachhinein wieder betrachtet nicht wesentlich gewesen. Aber ist klar, das ist jetzt ein bisschen Theorie. Weil es dann geil, wenn man gewinnt und einfach so aufs und sagt, so, wir lahmen Enten, ich könnte jetzt zuerst mal was zahlen, damit wir nicht erleben können. Schon klar, oder? Ich sehe das auch als große Reise. Quasi. Das ist eine Riesenreise. Ja. Ich habe mega viel gelernt über den Sport. Ich habe so viel gelernt, dass ich mir schon wieder wehgetan habe über den Sport. Oder ich habe alles durch den Sport erlebt. Oder das Gute, das Schlechte daraus. Wenn du alle Dinge gesehen hast, alle Varianten gesehen hast, dann bist du komplett und dann kann man Coach werden. Ja, schön. Wenn man sich verziehen hat, das ist aber auch immer ganz wichtig, dass man viele Fehler macht. Ich sage das immer wieder, ich hätte heute nicht den Kanal, hätte ich nicht so viele Fehler gemacht. Okay. Und gelernt. Aha, so geht das. Okay, gut. Und wenn du das erfährst, dann ist es für dich ein Gefühl und weißt du, so fühlt sich das an. Koordination Beine mit Oberkörper, das ist der Punkt. Die und jetzt achtest du dich eigentlich nur darauf, wie unterstützen dich die Beine nach vorne. Das heißt, du versuchst dann zu kippen, wenn du am Gleiten bist. Einen extra Kick zu machen, damit du Extended Reach herstellen kannst. Das ist asymmetrisch. Einfach, vorher bist du so gewesen. Okay. Wie ein Computer. Und jetzt wirst du vielleicht badam. Okay. Badam. Was auch immer kommt, versuche Oberkörper mit den Beinen zu reden. Locker, ganz locker oben. Sehr gut. Aufnehmen. Das muss sich unsymmetrisch anfühlen. Aber die Koordination stimmt dann. Du bist jetzt gut auf einem guten Weg. Das ist absoluter Key bei dir. Dass du die Beine dann schlägst, wenn du da am Gleiten bist, damit das unterstützt wird. Okay. Das ist das. Du musst das selber für dich machen. Versuch mal zu reagieren, irgendwie einen Beinschlag zu nehmen. Fokussiere dich mal auf eine Hand links und dann mach mal einen Spezialbeinschlag. Das ist ein richtiger Punkt. Das ist ein richtiger Punkt. Sehr gut. Okay.
bin ja nicht so der Fan von Weihnachten, aus geschichtlichen Gründen, aber Livi hat es halt geschafft, mich zu überzeugen, dass Weihnachten doch ganz schön sein kann. Und wir waren gerade bei Rolf und haben Schwimmanalyse gemacht und haben festgestellt, dass mein Beinkick so gut wie nicht vorhanden ist und ich da noch viel Potenzial habe und daran arbeiten kann. Das freut mich natürlich. Mir noch wesentlich Potenzial erhoffe und ich hoffe, dass ich unter die 55 Minuten dann kommen kann in Hawaii, womit ich dann natürlich schon wieder etwas weniger Bike-Stress hätte in den großen Gruppen, was ja mein großes Ziel ist, quasi dieses Jahr mich dahingehend zu verbessern und dann Schritt für Schritt weiter zu gucken. Und da hat mir Livi gerade ja, eine große Freude mitgemacht und mir sehr weitergeholfen. Bin ich mal gespannt. Guck mal, sie hat das Auto nicht kaputt gemacht, da bin ich mega stolz auf sie. Danke. Und bin ich auch schön. Wir waren jetzt schwimmen. Willst du nochmal mit mir fahren? Ja. Ja. Doch, ist angenehm. Danke. Ich mag es ja immer nicht selber zu fahren. Ich fahre zwar gern, aber ich sitze auch mal gern daneben so zum Zugucken. Hinweise sind das. Lebenstipps. Sinnvolle Lebenstipps. Ich gebe gerne sinnvolle Lebenstipps. Nein! Oh, noch eingesperrt hier. Zum Dank des Tages wird man eingesperrt. Guck mal, diese Freude draußen. Der Blick! Weltklasse! Ich kann auch einen Kraftraum nehmen später. Pumpen, Digga. Yes, Alter. Okay.